Besonders dann, wenn die Polizisten ohne Uniform als Zivilstreife auftraten. Doch gerade diese angefeindeten Zivilpolizisten waren die Vorläufer der später weltberühmten Detectives von Scotland Yard. Um dem Unbehagen mancher Londoner zu begegnen, hatte Sir Robert Peel seinen Bobbys sehr strenge Anweisungen mit auf den Dienstweg gegeben. Sie mussten absolut unparteiisch vorgehen und sich dabei natürlich peinlichst genau an die Gesetze halten. Jeder Polizist war für seine Amtshandlungen persönlich verantwortlich. Er durfte keine Schusswaffen tragen und vor allem, er durfte auf gar keinen Fall irgendwelche Zuwendungen entgegennehmen, die auch nur im Entferntesten den Vorwurf der Bestechung rechtfertigen würden. Lauter Selbstverständlichkeiten heute, könnte man vielleicht sagen. Ja, vielleicht. Damals aber eine umwerfend neue Verhaltensweise. Mit diesen Anweisungen hatte Sir Robert Peel die Grundlagen für die Dienstauffassung von Scotland Yard geschaffen. Jene Konturen gezeichnet, aus denen das Konterfei der berühmtesten Polizei der Welt entstand. In dem Jahr, in dem die Metropolitan Police ihre Sollstärke erreicht, treten auch schon die ersten Verluste ein. Am 18. August 1830 befinden sich Police Constable John Long und Police Constable John Newton auf einem Streifengang. Es ist später Abend. In der Gegend, die sie überprüfen, wird eine Einbrecherbande vermutet. Bald stoßen sie in der Gray's Inn Lane auf drei verdächtige Männer, die, als sie kontrolliert werden sollen, sofort flüchten. Police Constable John Long ist schneller und holt sie an der Friedhofsmauer von St. Pankratius ein. Plötzlich springt einer der drei auf ihn zu und sticht ihm ein schweres Messer genau ins Herz. Police Constable Newton verfolgt den Täter und kann ihn schließlich festnehmen.